Wir haben dann noch eine Badewanne dazugestellt, so eine alte Weißblech-Badewanne, diese grauen Teile. Und da liegt dann unsere Leiche drinnen, die wird dann dort gefunden. Und der Eingang dazu ist hinterm Bürgelstein. Der Wolfgangsee war in den letzten Wochen wieder einmal mehr Schauplatz von Dreharbeiten der beliebten Krimiserie Soko Donau. Dieses Mal erwischte es eine Dame, so viel sei verraten. Gemeint ist die Tote, die in einem Krimi einfach vorkommen muss. Gedreht wurde an verschiedenen Schauplätzen rund um St. Wolfgang, wobei der See mehrfach in Szene gesetzt wurde. Der Wolfgangsee war schon in den 60er und 70er Jahren ein beliebter Drehort, wie etwa für den Film Im Weißen Rössel mit Peter Alexander. Ja, der Wolfgangsee war ja schon in den 60er, 70er Jahren bekannt als Drehort und Soko Donau ist heuer auch nicht zum ersten Mal hier. Wie macht Hans Wieser das? Ja, das hat mit Hans Wieser weniger zu tun. Das hat mehr mit der Region zu tun, mit der Attraktivität der Region. Wir haben einen Hotspot, was Filme anbelangt, in St. Gilgen oben. War ja auch letztes Jahr der Tatort hier, eine ganz große Produktion. Das ist richtig, in den 60er, 70er Jahren war der Wolfgangsee sehr bekannt für Filme, die hier gedreht wurden. Franz Antl war oft hier und es ist dann ein bisschen eingeschlafen in den 90er Jahren und wir merken jetzt wieder zunehmend das Interesse von Filmen hier am Wolfgangsee zu drehen. Was den Touristiker besonders freut, der Wolfgangsee wird als solcher namentlich erwähnt werden. Die Voraussetzungen waren, dass man eine Pension findet, in der man einen Therapieraum einrichten kann, wo eine Esoterikgruppe, die also mit allem Möglichen experimentiert, ihre Sitzungen abhalten kann. Und unsere Beamtinnen, die kommen dann hierher auf Urlaub, weil sie hierher immer gekommen sind und wollen fischen gehen. Wir waren in den letzten Tagen, hat alles gepasst? Ja, jetzt ist es immer wieder besser geworden. Am Anfang haben wir ein bisschen den typischen Regen erlebt und ist aber auch schön, finde ich ja hier. Also schön, also in Wien auf jeden Fall der Regen, oder? Und dass diese schöne Kulisse, du siehst, wo er herkommt, über die dunklen Wolken, das ist immer spannend. Mal schauen, ob es jetzt da kommt, aber wir haben alles untergebracht. Es wird jetzt gerade im Trockenen die letzte Szene gedreht und ja, toi, toi, toi denen. St. Wolfgang ist ja kein Neuland für dich. Wie war es denn wieder? Also wieder froh gewesen, in St. Wolfgang im Salzkammergut zu drehen? Ja, also es war für mich wie nach Hause kommen auf eine Art und Weise. Also damals hatte ich eine sehr intensive Zeit hier. Ich habe da viel kennenlernen dürfen, auch die Menschen. Und es war, also ich finde es hier extrem angenehm, weil es sehr persönlich ist, der Umgang untereinander. Und halt auch diese Natur, das ist einfach imposant. Also dieser Wolfgangsee. Kann man ein bisschen was verraten? Ja, um was geht's denn? Um was geht's denn in dieser Erfahrung? Ich weiß nicht, was ich erzählen darf. Achso, ja, stimmt, pass auf. Ja, ich versuche es alles einzubilden. Also es ist so, unsere Chefin hat eine große Affinität zu, bei uns heißt es der Quellenhof, nicht das Franzl. Und da sind die beiden wunderbaren Damen. Die ein Seminar am Quellenhof leiten und unsere Chefin kommt da halt ein bisschen rein und hat ein paar eigenartige Visionen in der Nacht. Ja. Unter anderem bildet sie sich ein, eine Leiche gesehen zu haben. Und wie fühlt man sich denn in der Rolle als Polizist, als Polizei? Es ist eine interessante Erfahrung und es macht Spaß. Wäre man da im echten Leben vielleicht auch gern Polizist? Nein, wie gesagt, man schaut sich das gerne mal an, man macht es im Film gern, aber man ist in einem anderen Beruf auch tätig und es macht einfach auch Spaß. Ja, also ich bin immer in dieser Yoga-Atem-Gruppe, die es da gibt und ich glaube, man wird mich erkennen. Bin ich jetzt ziemlich mittendrin. Also. Und Robert, für dich haben sie keinen Platz mehr gehabt? Nein, die Leiche, das war schon vergeben, also dann hätte ich noch spüren können, ja. Wenn man da so öfters dabei ist bei einem Dreh, kriegt man da vielleicht selbst auch Lust, dass man mal mitspielt in einer Rolle oder haben Sie es schon mal vertreten? Nein, das habe ich noch nicht geschafft. Es wäre schon durchaus charmanter, mal irgendwie, ein Statist zu sein oder vielleicht, ja. Soko Donau oder Weißes Rössel? Ja, das ist eine gute Frage. Nein, ans Weiße Rössel, das lassen wir den Peter Alexander und der Waltraud Haas. Und dann eher Soko Donau. Das, ja, ja, der Hilfskommissar oder so irgendwas, oder was weiß ich, oder nur ein Statist. Oder die Leiche so. Ist auch immer eine gute Rolle. Die Leiche ist eine tolle Rolle, oder? Vor allem, ich weiß ja gar nicht, ob bleibt der Text gering. Text gering und aber wäre natürlich auch interessant, wenn du dann auf einmal aufhubst, das Leiche ja. Und sagst, nein, es ist doch nicht so.